Hallo und willkommen zurück zu Super Mario Bros. U. Ja, beim letzten Mal haben wir uns noch am Ende schnell den Mini-Mario beschafft, weil wir, beziehungsweise weil ich auch neugierig bin, was da an der Röhre ist. Und es könnte ja sein, dass da noch ein geheimer Ausgang ist, den wir nur kriegen, wenn wir Mini-Mario sind. Das Blöde ist nur, wir müssen uns jetzt erstmal mit ihm hier durchschleichen. Das Gute ist aber, dass er so floaty ist, weil er so klein ist. Oh. Kommen wir relativ gut durch. Dadurch, dass die Lücke bei ihm relativ groß ist, wo wir vorbeirennen können. Würde es mal Mini-Mario verlieren, müssen wir den ganzen Weg nochmal rennen. Möchte ich nach Möglichkeit vermeiden. Bin ich jetzt hier an der Stelle ein bisschen vorsichtiger. Ich habe mir natürlich genau die böse Stelle zum Warten ausgesucht. Okay, also der Mini-Mario ist sogar so leicht, dass der nicht durch die Donuts fällt. Ich bin mal gespannt, ob das Secret-Ausgang gilt oder ob das einfach nur der Standardausgang war. Nur angelegt für Mini-Mario. Das war der Standardausgang, angelegt für Mini-Mario. Na gut. It's a go-time. Schlangenblockturm. Oh je, Schlangenblöcke. Jetzt sind wir wieder normal groß. So. Autsch. Ich hatte eigentlich gehofft, dass man da durchkommt, aber ich habe mich wohl geirrt. Na super. Dabei mag jeder diese Schlangenblöcke. Eieieiei. Einmal unter Strom gesetzt und tot. Mist. Ja. Ja. Na gut, der Part heißt zwar Mini Mario und Action, aber von Mini Mario haben wir relativ wenig gesehen. Aber naja, zumindest kam man gut durch. Okay, wir wissen schon mal, wo Block Nummer 1 ist. Ducken. Block Nummer 1 sag ich schon, Münze Nummer 1. Nö, auf die Münze verzichte ich. Das war dumm. Bitte mach mich groß. Ach, danke. Nein! Was machst du? Dummbatz.
dass er dann auch immer so extrem reagiert, wenn man einmal irgendwas berührt. Okay, da ist nichts. Mittelpunkt erreicht, wir haben 2 Münzen. Sauber. Nein! Oh, das klappt. Oh, das klappt. Mist. Ich habe vergessen, das Handy auf lautlos zu machen und das hat mich gerade abgelenkt. Verdammt. Oh, sorry. Ja, einmal abgelenkt. Mist. Ja, ganz ehrlich, ich pfeife auf die Münzen. Mir ist gerade wichtiger, dass ich hier durchkomme, ohne die dicke Keule an die Ohren zu kriegen. Okay, war auch nur für Münzen. Nur Geld. Ducken. Spring. Ducken. Au. Spring. Und durch. Ha, wir kriegen zumindest noch Pilz. Kriegst etwas. Oh je, er ist wieder groß. Komm her, du prima Ballerina. Also. Irgendwie sieht es da unten sehr unangenehm aus. Ah, zumindest wieder vollständig geschafft. Ich glaube, das Geisterhaus könnte tatsächlich sogar wieder ein Secret haben. Sieht nämlich ziemlich danach aus, dass wir vielleicht nach links zu dem Mond kommen oder so. Lichtlos Labyrinth. Zwei Dinge, die mir überhaupt nicht gefallen. Kein Licht und dann auch noch ein Labyrinth. Super. Was haben wir hinter dieser Tür?
Ist ja cool. Taschenlampen-Yoshi. No. Mist. Ja, wir brauchen die Münzen sowieso nicht. Keine Ahnung, ob das jetzt hier optional ist oder ob das richtig ist. Ja, sieht nicht nach optional aus. Wir haben noch keine Münze gefunden. Yoshi kann die Geister snacken. Das ist aber gut. Oh, hier haben wir eine wandelnde Taschenlampe. So. Gut, hier hätten wir wieder Leben gekriegt. Bringt uns gerade überhaupt nichts. Mist, das war richtig leider. Oder ist sie gerade aufgegangen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, wir müssen nochmal rein. Wir haben nämlich nicht eine einzige Münze gefunden. Das war der Standardausgang. Mist. Das kann auch hin und wieder mal passieren bei Blind Play. Dass man direkt auf Anhieb die richtige Tür findet. An sich ist es ja eine gute Sache, aber nicht, wenn man gerade eigentlich was anderes vorhatte. Okay, diese Tür war falsch. Ups. Wieder keine einzige Münze. Jetzt auch wieder eine versteckte Tür. Ich weiß nicht, ob das jetzt wieder ein geheimer Ausgang ist oder ob wir hier... jetzt Münze Nummer 3. Ups.
glaube, wir haben den Secret-Ausgang und Münze Nummer 3 gefunden. This way. Ja, this way. Yep. Einmal Secret. 1000 Dank für deine Hilfe. Hier, greifst du. Was hast du denn Schönes? Ach, Blümchen. Blümchen nehmen wir. Wo führt uns dies Way denn hin? Ah. Abkürzung zum Wolkenreich. Ja. Wir nehmen erstmal Blümchen. Wir müssen leider noch mal rein. Auf jeden Fall haben wir jetzt alle Ausgänge gefunden, inklusive Geheimausgang. Habe ich zweimal direkt die richtige Tür erwischt. Ja. Okay. Gucken wir mal, ob wir jetzt hier mal die Mütze brauchen. Mütze 3 ist ja gespeichert. Aua. Okay. Hier ist diesmal Münze Nummer 1. Sehr schön. Okay, da ist nur tödliche Suppe. Sowieso egal, welche Tür wir da nehmen. War das links oder war das jetzt rechts? Wo eben? Ich glaube, wir waren eben links drin. Rechts kann man ja da oben hin. Da war dann... Der Weg mit der Treppe, da war ja dann noch ein weiterer Gang. Da könnte eventuell die... fehlende Münze sein. Ja, sorry, wenn ich jetzt gerade hier einfach durchwasche. Gucken wir mal, wo wir hier landen. Vielleicht ist hier Münze Nummer 2. Okay. Das hat keinen Einfluss, außer dass wir wieder zum Anfang zurückkommen. Wie gesagt, aber so maximal Leben haben. Pfeife ich es hier mal geflissen drauf. Da waren wir auch noch nicht drin. Ah, Münze Nummer 2. Gut, jetzt haben wir mal 3 Passen in dem Geisterhaus hier verbracht. Allerdings muss ich auch sagen, es hat sich gelohnt.
Schließlich haben wir direkt das Secret und alles gefunden. Und die letzte Münze, was noch wichtiger ist. Hier kann man sich eigentlich relativ einfach machen, die ganze Zeit nur kreiseln, kreiseln, kreiseln. Noms, Noms, Noms. Schön und gut. Ach, egal. Einfach durch. Oh yeah, Mario Time. Sehr schön. Geisterhaus vollständig abgeschlossen. Limonadendschungel, Parakäferparade, okay. Ja, können wir noch machen. Oder zumindest versuchen. Ach, die Dinger. Okay, die wird es nicht einfach. Die Welt können wir uns rein theoretisch sehr einfach machen mit einer Penis. Ah, ja, stimmt. Stimmt, ja, so war das gewesen. Oh, das war fies. Ich habe die nicht gesehen, ganz oben. Okay. Nein, 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 nein! Mist. Ich versuche es ohne Penis. Ich weiß, dass ich mir das Level damit super einfach machen könnte. Etwas am Ziel vorbeigeschossen.
Ich bin manchmal so ungeschickt. Aber so schnell gebe ich nicht auf. Ja, ein bisschen können wir noch, aber mehr wie eine halbe Stunde lasse ich diesen Part nicht werden. Maximal ein paar Sekunden, aber... Wir gucken, dass ich die Parts nicht mehr ganz so extrem lange mache. Aber damit ist mich keinem geholfen, weder mir noch euch. So. Also wirklich Leben ausgehen können wir einem nicht. Ich meine, seht es euch einfach mal an, wie viel Leben wir die ganze Zeit kriegen. Also wenn jemand Leben farmen will, ich glaube hier, das ist kein schlechtes Gebiet dafür, wenn man das mal so sieht. Oh. Ja, ich bin schon wieder drauf reingefallen. Na gut, nochmal. Nein, Luigi, ich will keine Hilfe. Bruder, das ist so schlecht. Egal, Luigi, ich will keine Hilfe. Also ich kann ja eigentlich auf keinen Fall Leben ausgehen. Ich meine, guckt es euch einfach an. Es regnet hier Leben. Und das die ganze Zeit. Also hier ist es echt die Kunst, Game Over zu gehen. Geht tatsächlich auch für das ganze Spiel mit dem. Ei. Nein. Mist. Ein Versuch können wir noch. Ich weiß leider noch nicht, wo die dritte Münze ist. Deswegen muss ich jetzt so oder so die ganze Zeit aufpassen. Auf zu klingeln, Luigi. Ich nehme deine Hilfe nicht in Anspruch. Kannst du noch so lange klingeln. Mist. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger. Ja, komm, pfeif auf das Leben. Dann kommt schon ihr kleinen musikalischen Knirpse. Schnell nach oben. So. Yeah.
Nein! So kurz. So kurz vom Ende der Welt. Na gut. Wir haben es eine Minute länger gemacht, dadurch, dass ich noch was länger überlebt habe. Und wir machen jetzt hier auch wieder einen Cut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.